Moin. Es ist kurz nach um 7. Ich war ja auf dem Brocken. Danke euch. Ja, der auf Instagram hat ja abgestimmt, dass ich auf den Brocken fahren soll. Habe ich auch gemacht. Und heute früh kurz vor 6 bin ich aufgestanden. Habe wahrscheinlich gerade den Sonnenaufgang gesehen, der genial war. Jetzt fängt es an mit Regnen. Ja, was soll ich sagen? Es regnet halt. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange und vor allen Dingen wie doll. Weil ich habe jetzt noch 120 Kilometer vor mir mit dem Kyffhäuser-Denkmal. Das soll natürlich auch noch mal eine gute Stunde, 2 Stunden dauern wird, bis ich da oben bin. Ich vermute mal eher 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Weil auf dem Brocken habe ich gestern 19 Uhr bin ich losgefahren und 22:30 war ich oben. Also 3,5 Stunden habe ich gebraucht für 35 Kilometer. War schon eine Hausnummer. Aber es hat Spaß gemacht, ey, es war saugeil. Einfach nur berghoch. Das Gute war, es war dunkel und ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn es dunkel ist, fahre ich sparsamer. Also auf Energiesparflamme. Ja, jetzt stehe ich hier erstmal unter einer Brücke. Ich glaube, die Eisenbahnbrücke ist das und warte darauf, dass es nachlässt mit Regnen. Weil ich müde bin. Nein, weil ich nicht so den optimalen Regenschutz dabei habe. Ich habe eine Regenüberjacke, aber die ist auch nicht der Hit. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf nasse Füße und nasse Hosen und sowas alles. Verzeihung. Ja, mal schauen, vielleicht gucke ich mal kurz den Wetterbericht. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich warte erstmal ab und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Achso, ich habe ja. Oh, Verzeihung. Ich habe oben in der Schutzhütte habe ich geschlafen. Isomatte raus, Schlafsack raus. Schlafen. Ja, gefrühstückt habe ich noch nicht. Kaffee wäre jetzt Premium. Und irgendein belegtes Brötchen oder irgendein Kuchen. Kuchen wäre eigentlich auch nice. Oder ein schönes Spiegelei. Spiegelei wäre wirklich Premium. Also ich habe noch einen Knacker von gestern habe ich noch gegessen. Und dann habe ich Pepe getroffen. Der hat auch oben übernachtet. Der hat mir noch einen australischen Sherry Pick oder sowas. Und so einen Schokoriegel mit Kirschgeschmack gegeben. Mit so einer Art Puffreis oder irgend sowas drin. War auch geil. Und ja, Wasser halt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das jetzt hier weiterläuft. Übrigens, Werbung. Das ist mein Händler, mein Reparaturhändler des Vertrauens in Erfurt. Ja, ihr hört es wahrscheinlich. Es ging nicht gerade wenig. Na, mal schauen, was das Schicksal und die höheren Kräfte für mich bereithalten. Bleibt gespannt. Es wird auf die letzten Kilometer noch spannend. Bleibt gespannt, es wird auf die letzten Kilometer noch spannend. Ihr wisst, was ich meine. So. Na, auf jeden Fall. Bis später erstmal. Ich muss Akku sparen, weil meine Powerbank ist alle. Und die Sonne scheint auch nicht, also kann ich auch keinen Akku laden. Mit dem Solarpanel. Die das Solarpanel. Ah ja, mal schauen. Wird schon schief gehen, ne? Bis dann.